Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein trauriges Video. Ich habe nämlich Bücher aussortiert. Und es bricht mir jedes Mal aufs Neue das Herz, wenn Bücher hier ausziehen müssen. Dieses Mal müssen sogar zwei komplette Buchreihen ausziehen. Ich habe mich da echt lange schwer getan. Hier draußen wird gerade gehupt. Aktuell ist hier in St. Ingbert komplettes Schneechaos. Wir waren gestern komplett eingeeist. Also es ging gar nichts mehr. Ich hätte eigentlich noch Shopbestellungen wegbringen müssen, aber nicht mal unsere Post hatte offen. Weder unsere Post noch unser MacPaper, wo ich sonst immer hingehe. Alles war dicht. Du bist nicht mehr aus dem Haus gekommen. Es war eine Katastrophe. Die Autos waren so einen Zentimeter dick, komplett mit Eis ummantelt. Richtig hardcore. Hatte ich, glaube ich, so auch noch nie erlebt. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder vom Thema abgeschwenkt. Hatte ich dann gestern den Tag genutzt, um mein Bücherregal quasi neu zu bestücken, weil ich noch ungefähr so einen Stapel Bücher hatte, die ich irgendwie in das volle Regal bringen musste. Und dann hat es mich einfach überkommen und es gab zwei Reihen in meinem Bookshelf, mit denen ich schon die ganze Zeit so geliebäugelt hatte, sie rauszuwerfen, weil sie mich einfach nicht überzeugt haben, beziehungsweise die eine Reihe hat mich gar nicht überzeugt. Ich habe sie einfach nur weitergelesen, weil ich dachte, vielleicht wird es besser. Und die andere Reihe, die ich sogar noch bei der Autorin gewonnen habe, die komplette Reihe mit Buchschnitt und allem Pipapo, aber sie hat mein Herz nicht berührt und ich erkläre euch gleich, warum sie ausziehen muss. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem einen einzelnen Buch. So, die eine Buchreihe lege ich jetzt mal vor mich. Ein einzelnes Buch, der Reihenauftakt zu einer Reihe, darf nämlich jetzt auch hier ausziehen. Ich hatte es schon mal aussortiert und habe es dann irgendwie doch wieder ins Regal gestellt. Ich glaube, weil einfach eine Lücke da war und ich die Lücke voll füllen wollte. Aber ich bin dann gestern nochmal durchgegangen und dachte so, warum steht das Buch eigentlich noch hier? Du wolltest das doch eigentlich aussortieren. Ja, die Rede ist von The Stories We Write. Wenn ihr mein Flop-Video gesehen habt, dann müsstet ihr auch schon gesehen haben, dass ich den dritten Band letztes Jahr gelesen habe und als Flop betitelt habe. Ja, aber eigentlich ist der erste Band der viel größere Flop. Den habe ich nur halt eben schon in 2022 gelesen. Ich habe mich auf diese Reihe so gefreut. Body Positivity, ein Filmset, eine Serie, die total an Game of Thrones erinnert. Und alles, was ich bekommen habe, war Ekelgänsehaut. Das habe ich im Flop-Video auch schon gesagt. Die zwischenmenschlichen Szenen hier im Buch waren total unangenehm, also so richtig unangenehm. Und ich hatte wirklich richtig Gänsehaut, weil ich mich geekelt habe. Nicht, weil die Protagonisten irgendwie für mich unästhetisch waren oder so. Aber ich hatte bei ihr immer das Gefühl, sie wäre so krabbelig. Die war richtig unangenehm aufdringlich bei ihm. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie ist dieses Body Positivity dann für mich auch total untergegangen. Und deshalb ist die Reihe für mich eigentlich im Gesamten ein kompletter Flop und Band 2 und 3 sind auch schon ausgezogen. Die habe ich einer Freundin geschenkt, die sich damals Band 1 gekauft hatte. Und ja, jetzt habe ich eben noch Band 1 hier liegen, der jetzt aber auch endlich rausfliegt. Den bringe ich, sobald ich nochmal da bin, zum Bücherbaum und dann darf sich jemand anderes über die Reihe freuen oder eben nicht freuen. Auch diese ganze Cosplay-Thematik hat mich eigentlich total fasziniert, weil es da im Klappentext so angeteasert wird, aber im Endeffekt ist das nur einfach kurz erwähnt und dann abgehakt. Jede Geschichte hat zwei Seiten. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Markus Kastorup, den Star der weltweiten Hitserie Gods of the Gates. Niemand ahnt, dass er privat mit einer Legasthenie kämpft und der Tatsache, dass er die Entwicklung der Serie hasst. Seinen Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum von der Seele. Doch sollte das irgendjemand herausfinden, ist er in Hollywood erledigt. April Whittier ist ein Hardcore-Gods-of-the-Gates-Fan, schreibt Fanfiction und kreiert eigene Kostüme zu der Show. Bisher hat sie das nie jemandem erzählt, aber sie will sich nicht mehr verstecken. Und so postet sie ein Foto von sich in einem Kostüm auf Twitter. Nur lassen leider die Trolle nicht lange auf sich warten und es hakelt bösartige Kommentare wegen Aprils Plus-Size-Figur. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Markus Kastorup schaltet sich ein und verteidigt sie und lädt sie auf ein Date ein. Der Markus Kastorup. Und ihr Date hat ungeahnte Folgen. So.
Dann kommen wir zu der Reihe, die im Gesamten ausziehen darf. Es ist eine fünfteilige Reihe und ich finde es echt super schade, dass sie mir nicht gefallen hat. Aber sie nimmt einfach so viel Platz in meinem Regal weg für Bücher, die mich mehr überzeugen. Und es bricht mir auch das Herz, weil es 5 KISS-Bücher sind und ich ja eigentlich alle KISS-Bücher hier im Regal haben möchte, weil ich so ein großer Fan von dem Verlag bin. Aber ich habe nicht unendlich Platz. Und ich bin momentan wirklich in einer großen Ausmistphase. Also hier in der Wohnung wird alles ausgemistet. Ich habe mit meiner Schwester eine Challenge, dass wir jeden Tag einen Artikel wegwerfen, verkaufen oder verschenken. Und jetzt habe ich halt für einen Tag ein paar Bücher genommen. Und das waren diese hier. The Secret Book Club konnte mich leider ganz und gar nicht überzeugen. Der letzte Band war ein Weihnachtsband von letzten Weihnachten, also 2022. Und der hat mir eigentlich noch ganz gut gefallen, aber die anderen waren so la. Besonders der Band mit dieser Russin und der Mafia-Hintergrundgeschichte. Da habe ich, glaube ich, so oft mit den Augen gerollt, dass ich eigentlich mehr so gemacht habe, als das Buch zu lesen. Ja, nee, mal im Ernst. Es klingt super witzig, Männer, die Liebesromane lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen. Also der Grundgedanke ist da schon sehr, sehr gut und man hätte daraus auch was richtig Gutes machen können. Aber die Umsetzung ist leider gar nicht meins gewesen. Von daher wird die Reihe jetzt im Gesamten ausziehen. Ich habe sie tatsächlich auch schon verkauft und muss die jetzt gleich noch einpacken und zur Post bringen, falls sie denn heute auf hat. Und dann, dürfen hier neue Bücher einziehen, beziehungsweise sind auch Bücher hier eingezogen, die bereits auf dem Platz stehen. Ich würde euch jetzt die Klappentexte zu den Büchern vorlesen. Ich hoffe auch, dass ich sie in der richtigen Reihenfolge jetzt hier liegen habe. Das ist ja immer so eine Sache. Oh, da ist sogar noch eine Quittung drin. Wann habe ich es denn gekauft? Also Band 1 habe ich tatsächlich selbst gekauft, hier bei uns in der Buchhandlung, am 11.05.2020. So lang ist das schon her. Ja, ich gucke nur gerade, ob irgendwo drin steht, wie die Reihenfolge ist. Das finde ich zum Beispiel auch mega witzig. Da gibt es auch Postkarten dazu. Da hat der Verlag von Band 1 bis 4 Postkarten gedruckt. Warte, ich schaue jetzt einfach mal im letzten Band, ob da alle aufgelistet sind. Oh, das ist auch ein schöner Spruch. Da gibt es aber, glaube ich, keine Postkarte dazu. Also zumindest habe ich sie nicht. Books are like snowflakes. Each is special in its own way. True words. Ah ja, hier. So. Da sind alle Bände aufgereiht. So, jetzt sortiere ich das mal gerade und dann legen wir los mit den Klappentexten. Ein fast perfekter Liebesroman wäre der erste Band der Reihe. Und da lautet der Klappentext. Die erste Regel des Book Clubs lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und hier steht noch eine viel größere Überraschung bevor. Band 2 ist die Liebesroman-Mission und da heißt es. Echte Männer lesen Liebesromane. Das findet zumindest Geschäftsmann Braden Mack. Er gehört einem geheimen Buchclub an, in dem Männer über Romance diskutieren, um Frauen und deren Wünsche besser zu verstehen. Theoretisch klappt das bestens. Praktisch stellt ihn Liv, die kratzbürstige Schwägerin seines Freundes Gavin, vor ein Rätsel. Für sie sind Liebesromane nichts als Zeitverschwendung. Als sie ihren Job verliert, weil ihr Chef sexuelle Belästigung für ein Berufsrisiko hält, ist das die perfekte Mission für Mac. Er hilft Liv, diesen widerlichen Mistkerl zu ruinieren und beweist ihr nebenbei, dass es auch im echten Leben Happy Ends gibt. Liebesromane zum Frühstück heißt der dritte Band und ich dachte tatsächlich immer, das wäre der zweite und der grüne wäre der dritte, aber ich wurde gerade eines Besseren belehrt. Liebesromane sind auch keine Lösung.
Noah Logan hat ein Problem. Er ist in seine beste Freundin Alexis verliebt. Und das ist ein Problem, weil, naja, weil sie eben seine beste Freundin ist. Er will Alexis auf gar keinen Fall verlieren. Nur wenn er ihr seine Gefühle gesteht, könnte genau das passieren. Noah hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und verzweifelte Männer tun verzweifelte Dinge, wie sich dem Secret Book Club anzuschließen. Die Jungs aus dem Buchclub sind der Überzeugung, dass sich jede Beziehung mit Hilfe von Liebesromanen verbessern lässt. Noah hat da seine Zweifel. Vor allem, als der erste Kuss mit Alexis katastrophal endet. Nein, tatsächlich ist das hier mein liebster Band, nicht der rote, sondern der hier. Der hat mir eigentlich wirklich noch ganz gut gefallen. Aber kommen wir jetzt zum vierten und das war mein absoluter Hassband, weil ich mit diesem Russen-Mafia-Ding einfach nichts anfangen konnte und mich beide Charaktere richtig hart genervt haben, aber vor allem sie. Ein Liebesroman ist nicht genug, heißt der vierte Band. Wie schreibt man am besten einen Liebesroman, in dem man ihn selbst erlebt? Der erfolgreiche Eishockeyspieler Vlad Konnikov hat ein Geheimnis. Seine Ehe ist nicht echt. Elena hat ihn nur geheiratet, damit sie in den USA studieren konnte. Vlad hingegen hoffte immer, dass sie irgendwann mehr aus ihnen wird. Nur deshalb hat er sich überhaupt dem Secret Book Club angeschlossen. Durch die Liebesromane, die die Männer zusammen lesen, wollte Vlad lernen, wie er das Herz seiner Frau gewinnen kann. Und die wichtigste Lektion lautet Ehrlichkeit. Also gesteht er ihr endlich, dass er eine echte Beziehung will. Im Gegensatz zu Elena. Sie will die Scheidung. Aber dann verletzt Vlad sich im wichtigsten Spiel seiner Karriere und Elena weicht ihm nicht mehr von der Seite. Gibt es doch noch Hoffnung oder findet sich das einzige Happy End in dem Liebesroman, den Vlad heimlich schreibt? Und last but not least, der Weihnachtsroman. Kein Weihnachten ohne Liebesroman heißt der. Und im Klappentext steht Folgendes. 3 Dates bis Weihnachten. Als berühmter Musiker ist Colton Wheeler nicht unbedingt gewohnt, dass Frauen vor ihm flüchten. Doch Gretchen Winthrop hat genau das getan. Nach einer perfekten gemeinsamen Nacht ist die Anwältin aus seinem Hotelzimmer gerannt, als würde es in Flammen stehen. Und Colton hat nicht die geringste Ahnung, warum sie da jeden Kontaktversuch abblockt. Bis sie ihn ein Jahr später aufsucht und ihm im Namen ihrer Familie ein geschäftliches Angebot zu unterbreiten. Colton macht ihr ein Gegenangebot. Entweder geht sie mit ihm aus und liest nebenbei noch einen Weihnachtsliebesroman oder er sagt ihrer Familie ab. Wenn man gute Absichten hat, ist ein kleines bisschen Erpressung doch erlaubt, oder? Ja, die Reihe wird auf jeden Fall hier jetzt ausziehen. Und dann kommen wir zur zweiten Reihe, die komplett hier ausziehen darf. Und ja, ich habe es ja gesagt, es ist einfach traurig, weil ich die Reihe bei der Autorin gewonnen habe und mir einfach erhofft habe, dass sie mir gut gefällt. Und ja, irgendwie, sie konnte nicht in meinem Kopf bleiben. Also ich habe sie letztes Jahr gelesen, genau, 2023, alle auch nacheinander. Aber irgendwie, ja, ich könnte euch jetzt nicht mehr erzählen, um was es ging. Sie ist einfach nicht in meinem Herzen angekommen, sodass ich sagen würde, die Reihe muss man auf jeden Fall gelesen haben. Und es tut mir unfassbar leid, weil ich die Autorin so richtig gerne mag. Jetzt erzähle ich euch, um welche Reihe es geht. Und zwar um die Reihe von Carina Schnell. When the Storm Comes, When the Night Falls und When the Stars Collide. Ich habe es bei ihr gewonnen, auch noch mit Buchschnitt und Farbschnitt. Und der einzige Grund, warum ich mich überwinden konnte, es jetzt auszusortieren, ist, dass die Farbschnitte nicht zusammenpassen. Da gab es ja ein kleines Missgeschick bei der Druckerei. Also Band 1 hat ja auch diese Blätter drauf und diese Marmorierung. Der Originalfarbschnitt von Band 2 ebenso. Hallo, scharf. Und Band 3 sollte genauso aussehen, nur eben in diesen Sandfarben. Und das hier war der Farbschnitt, ich glaube, von der Bücherbüchse. Und die Druckerei hat aus Versehen den Farbschnitt von der Bücherbüchse oder von Chest of Phantoms, ich weiß es nicht mehr genau, vor allem von beiden, auszusehen, das als Originaldruck genommen. Und dann standen die eben alle so im Lager. Und dann hat der Verlag sich dazu entschlossen, was ich aus Umweltsicht super finde, dass sie einfach den Farbschnitt von der Bücherbüchse übernehmen. Wenn es meine Reihe gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Mein Monk hält das nicht aus. Mein Monk ist zu monkig, um das zu ertragen. Ich kann nicht eine Buchreihe im Regal stehen haben, dauerhaft, bei der die Buchschnitte falsch sind. Es geht nicht. Und es tut mir auch unfassbar leid, dass Carina das passiert ist. Also, wie gesagt, als Autorin wäre ich da komplett ausgerastet. Aber
Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum sie jetzt nicht hier stehen bleiben dürfen, weil an und für sich gefällt mir die Optik sehr, sehr gut, aber ja, die Druckerei ist schuld. Die Druckerei ist schuld, dass die Reihe jetzt hier ausziehen darf. Ich würde euch jetzt auch wieder die Klappentexte zu den drei Bänden vorlesen. Die sind genau wie die Secret Book Club Reihe unabhängig voneinander lesbar. In Band 1, When the Storm Comes, heißt es: Manchmal muss man sich erst verlaufen, um den richtigen Weg zu erkennen. Auf der Suche nach ihren Wurzeln bricht Marley nach ihrem Uni-Abschluss zu einem Roadtrip durch Kanada auf. Doch schon bald strandet sie dank einer Panne im verschlafenen Küstenort St. Andrews. Um ihr Reisebudget aufzustocken, hilft sie in der lokalen Tierarztpraxis aus und trifft dort den attraktiven, wortkargen Jack mit den seegrünen Augen und dem süßen Golden Retriever. Zunächst hält er wenig von der quirligen Großstädterin, aber als sie beide während eines Sturms in einer entlegenen Hütte festsitzen, sprühen nicht nur die Gewitterfunken. Wäre da nicht Marleys Vergangenheit, die sie an diesem idyllischen Ort mehr denn je einzuholen droht, könnte sie fast für immer bleiben. Band Nummer 2 ist When the Night Falls. Manchmal muss man jemanden verlieren, um sich selbst zu finden. Will hat den perfekten Plan. Nach der Schule möchte er das Tourismusgeschäft seiner Familie im Südosten Kanadas übernehmen und seine Jugendliebe Liv heiraten. Doch alles kommt anders. Liv trennt sich von ihm, um allein auf Weltreise zu gehen und in Europa zu studieren. 4 Jahre später hat Will sich gerade erst von seinem gebrochenen Herzen erholt, da taucht Liv wieder in St. Andrews auf, mit ihrem neuen Freund im Schlepptau. Trotzdem wird Will das Gefühl nicht los, dass sie noch etwas für ihn empfindet. Sie sichert ihm sogar ihre Hilfe bei der Restaurierung des alten Segelboots zu, auf dem die beiden so schöne Stunden verbracht haben. Doch wie soll Will ihr je wieder vertrauen? Und in Band Nummer 3, When the Stars Collide, heißt es im Klappentext: Manchmal muss man Schwäche zugeben, um stark zu sein. Blake war auf dem Weg zum Profi-Footballer, bis er sich verletzte und alles verlor. Nun sitzt er in seinem Heimatort an der Ostküste Kanadas fest und hat sich selbst aufgegeben. Doch als die attraktive Touristin Rachel behauptet, St. Andrews sei ein langweiliges, verschlafenes Nest, wettet er, ihr das Gegenteil zu beweisen. Auf actiongeladenen Ausflügen lässt er ihren Puls höher schlagen, genau wie ihr Herz. Dabei wird Blake klar, dass es doch noch Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber wie soll er die taffe Jurastudentin aus New York davon überzeugen, dass er mehr ist als nur ein Abenteuer? Band 3 war tatsächlich auch mein Liebster. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Januar jetzt hier ausziehen dürfen, die ich aussortiert habe. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung zu den verschiedenen Büchern, falls ihr sie gelesen habt, dalassen. Ich freue mich immer über den Austausch und über andere Meinungen als meine oder Leute, die das, was ich gesagt habe, so unterschreiben würden, weil es ihnen genauso ergangen ist. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!